Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute nochmal eine Fortsetzung von letzte Woche. Und zwar, wenn es bei euch jetzt geschnackelt hat und ihr sagt, okay, ich will auswandern, was gibt es denn da noch zum Bedenken vor noch, ne? Was ihr noch einplanen sollt, mal drüber nachdenken sollt, wie wollt ihr das anstellen, ne? Dann wäre zum Beispiel erstmal der Punkt von wegen mit Möbel oder ohne Möbel auswandern, also mit dem ganzen Hausrat, ne? Wenn ihr jetzt einen Container euch bucht für die ganzen Möbel, Fernseher, Waschmaschine, Werkzeug ist auch gut, ne? Werkzeug ganz wichtig, mitnehmen, kommt ihr so schon mal auf einer Summe von, ich sag mal über den Daumen, ne? So 6.000 Euro, was ihr habt damit, Container, Transport, hast du nur ein paar Stunden Zeit zum Einladen, Ausladen, ne? Einladen so. Das kostet natürlich dann schon mal 6.000 Euro in Deutschland. Zoll brauchst du in Thailand dann nicht bezahlen, wenn deine Thai-Frau, wenn du eine hast, und die länger wie ein Jahr in Deutschland gelebt hat, dann kann sie, wenn du das dann auf ihren Namen machst, zollfrei einführen. Das ist ja schon mal gut. Wenn du keine Thai-Frau hast, musst du wieder dann Zoll zahlen auch noch. Das ist auch wieder so eine Sache, liegt je nach dem Zollbeamten, je nach Nase, ne? Also ist schon einiges, was du dann noch an Zoll wieder zahlen musst. Überlegenswert deswegen, weil braucht man das, ne? Einen Container mitnehmen. Also ich habe keinen Container genommen damals. Wir haben nur ein paar Kartons damals abgeschickt hier, das ging noch über so eine Firma, aus Pattaya war der, aber den gibt es nicht mehr. Da kostete ein Paket 58 Euro mit 30 Kilo. Aber wie gesagt, den jetzt gibt es nicht mehr. Ne? Jetzt kostet ein Paket abschicken, glaube ich, mit DHL 120 Euro. Ne? So rum. Also mal überlegen, ob man das überhaupt dann braucht. Weil in Thailand werden ja die Mietwohnungen überwiegend möbliert angeboten. Also braucht man das dann eigentlich nicht. Sei denn, du hast jetzt ein Haus da, da werden aber auch die Möbel meist mitverkauft dann. Ne? Muss man sich dann echt mal überlegen, ob man das wirklich dann da so braucht. Ne? Der nächste Punkt wäre Auto. Kann man Auto einführen? Nein. Hat Thailand 2019 verboten. Du kannst also keine Autos mehr einführen. Ist nichts mehr. Also irgendwie mit Oldtimer einführen, ne? Wenn du dann sagst, hier, ich habe noch meinen alten Daimler dastehen, den wollte ich mitnehmen und noch einen alten Cadillac. Nein, ist nicht. Darfst du nicht mehr einführen. Bei uns damals ging es noch, aber das haben die jetzt geändert. Da hatten wir noch überlegt, ob ich mein Motorrad jetzt mitnehme und das dann vorher auf ihren Namen anmelden. Weil dann ging das damals auch noch, dass man dann sagt, okay, das Motorrad gehört ja der Frau und dann kann sie das mitnehmen. Aber ging dann auch so nur mit Führerschein und sie hat ja keinen Führerschein da. Ne? Aber es ist jetzt alles schon hinfällig. Ne? Kannst ja gar nichts mehr mitnehmen dann. Ne? Also, wie gesagt, ich habe ohne Möbel gemacht, ohne Container. Was natürlich noch hier zu bedenken ist, du kannst dir alles kaufen, egal, Fernseher, Waschmaschine, Sofa, Bett, kannst alles kaufen. Aber Bett, es gibt hier kein Lattenrost. Du kriegst hier kein Bett mit Lattenrost. Wir waren in so viele Möbelhäuser, wo drin da, gibt's nicht. Ich habe den Fotos gezeigt, ich will so ein Bett haben mit Lattenrost, ne? Weil ich habe Rücken. Nein, haben wir nicht, gibt es nicht. Es gibt nur dann also diese Untergestelle dann und obendrauf kommt dann eine harte Matratze, die sind hier verdammt hart, ne? Und von wegen hier Schweißabsonderung und Schwitzen und es soll doch durchgelüftet werden, nein, gibt es hier mir nicht. Also du legst hier auf verdammt harte Betten, ne? Das wäre ein Grund, wo man sagt, okay, vielleicht doch mal einen Container mitnehmen. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist Ikea in Bangkok, die bieten doch Betten mit Lattenrost jetzt an. Ikea,
Einzigste. Ne? So, jetzt willst du hier in Thailand Auto kaufen. Geht, ne, habe ich ja schon ein Video drüber da jetzt gemacht dann da. Aber die Preise hier sind natürlich für Exportfahrzeuge, also auch für deutsche Autos, schweineteuer hier. Ne? Gerade deswegen, man kann ja auch nichts mehr einführen hier. Gebrauchte Fahrzeuge sind die Preise doch enorm hoch. Wenn man mal gucken möchte, was so ein Fahrzeug kostet hier, die Internetseite in Thailand, die mir gut gefällt, ist One, zwei, muss ich mal gucken, One2K.com. Das ist eine gute Seite. Wenn du Google Chrome hast, wird das dann auch gleich übersetzt auf ins Deutsch. Und da kannst du dir dann mal die Preise hier so anschauen. Gehen wir mal aus hier von so einer S-Klasse hier. Habe ich mir mal gerade noch ausgesucht, ein W220. Baujahr 2002. Allerdings ein S500. Der kostet hier noch 500.000 Baht. Ups. Oder ein W221, auch S-Klasse. Ein S350 CDI, Baujahr 2012. Ist also jetzt, naja, ne, schon 1,7 Millionen Baht. Ups. Also diese Fahrzeuge, Exportfahrzeuge sind verdammt teuer. Ich habe mal so geguckt hier, weil meine Tochter hat ja sich auch da jetzt ein Cabrio gekauft, so ein Klappdach da, ne, so ein Opel, wie heißt das Ding da? Der mit dem Klappdach dann da, ne? So. Und dann haben wir auch noch mal geguckt hier so spaßhalber mal für so ein Peugeot, den mit dem Klappdach Cabrio. Der kostet hier das alte Ding, der war auch schon 15 Jahre alt, 1 Million. Boah. Ne? Also wirklich, wirklich teuer. Pickups, die hier in Thailand hergestellt werden, die sind wesentlich billiger. Meiner, der ist jetzt 2012 ist der. Den kriegst du jetzt so für 350.000 Watt. Neu, beispielsweise jetzt ein MG Pickup, auch ein schicker Wagen. Den kriegst du hier für, was war das jetzt? 1 Million. Also neu dann, ne? Pickup. Und ein Ford Ranger war, glaube ich, bei 1,3 oder 1,4. Um den Dreh rum, ne? Je nach Ausstattung dann da, ne? Neu dann, ne? Also dann mal im Vergleich, was so ein gebrauchtes Exportfahrzeug kostet, oder lieber dann nimmst du mit zum neuen Pickup, ne? Ist noch ein Unterschied und musst natürlich dann vorab mal gucken, was du dann ausgeben willst für so ein Auto dann, ne? Also. One 2K.com. Gute Seite. Ne? Okay. Oh ja, dann bleiben wir gleich nochmal hier. Führerschein. Wenn du herkommst, du musst erstmal in Deutschland schon deinen internationalen Führerschein jetzt gemacht haben. Brauchst du also unbedingt internationalen Führerschein und deinen deutschen Führerschein? Mit den zwei gehst du dann zum Übersetzer hin, lässt das Ding jetzt übersetzen und beglaubigen. Dann gehst du Führerscheinstelle und dann hast du hier deinen Teilführerschein dann. Ne? Also mach unbedingt den internationalen Führerschein noch, ne? In Deutschland. Kostet ja nicht viel, kostet ja nur 20 € dann. Ne? Ist dann nicht das Thema. Dann machst du noch deinen Reisepass fertig, also holst du noch einen neuen. Den mit 48 Seiten. Dann hast du erstmal Ruhe in Thailand, brauchst du nicht mehr zur Botschaft den neuen Reisepass nehmen. Machst in Deutschland gleich schon mal den neuen. Dann hast du erstmal Ruhe dann da. Ne? Dann, wenn du dich abmeldest in Deutschland, dann hast du den Abmeldeschein. Wenn du dann angibst Thailand, damit kannst du dann auch aus den Verträgen rauskommen. Die Langzeitverträge, also sprich hier von Sky oder Telefon, diese ganzen gut Langzeitdinger, das wird dann akzeptiert und dann kannst du auch dann kündigen. Brauchst also nicht warten hier auf die 2 Jahre Kündigungsfrist. Ne? So war das bei mir damals mit Sky.
Jetzt kommt wieder einer, ja, bei Amazon geht das aber nicht. Also ich sage nur, bei Sky war das so, dann kam ich raus dann. Ebenfalls auch mit der Krankenversicherung. Ich habe meine ja gekündigt. Und mit dieser Abmeldegutbescheinigung kannst du deine Krankenversicherung kündigen. Ich habe es gemacht. Ich bin bei der Daimler-Chrysler BKK gewesen und die nimmt mich auch wieder auf, wenn ich je zurückkehren würde, was ich aber ja nie machen werde. Ne? Aber da habe ich dann auch schon Kommentare dazu bekommen, dass das bei anderen Krankenversicherungen nur unter Auflagen möglich sei. Also, informiert euch vorher mit der Krankenversicherung, welche jetzt ihr dann habt. Bei der AOK macht es vielleicht anders sein. Private ist sowieso noch eine ganz andere Story mit den privaten Krankenversicherungen. Ganz was anderes dann da. Ne? Also müsst ihr euch dann vorher informieren, wie das genau funktioniert. Ob ihr dann gegebenenfalls wieder dann, wenn ihr zurückkehren wollt oder zurückkehren müsst, ne? Ob dann die Krankenversicherung euch dann wieder aufnimmt. Ja. Auch was man noch in der Überlegung einplanen sollte, ist, braucht man noch ein deutsches Bankkonto? Kann ja sein, dass ihr noch irgendwelche Zahlungen in Deutschland gut leisten müsste, sprich irgendwie Kindern nochmal hier Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld schicken dann da. Müsst Eltern noch unterstützen. Man weiß es ja nicht, was dann alles so noch übrig dann ist, ne? Ob man noch ein Konto dann braucht. Ne? Wenn ihr das dann aber noch habt, was eigentlich auch dann gut ist, weil du kannst von Thailand nach Deutschland mit Transferwiese kein Geld überweisen. Das geht noch nicht. Es geht von Deutschland nach Thailand hin, geht das ganz einfach, aber zurück macht Transferwiese noch nicht. Das funktioniert also dann auch nicht. Oder müsst dann hier wieder mit Western Union, was aber wirklich verdammt teure Gebühren sind, ob man dann vielleicht doch lieber noch sagt, okay, ich lasse noch ein Konto in Deutschland stehen. Dann noch ein bisschen Geld dann noch drauf lassen. Ja, so. Wenn ihr das dann aber habt, braucht ihr unbedingt den TAN-Generator. Weil wenn ihr dann Online-Banking macht von Thailand aus, müsst ihr ja eine TAN-Nummer haben. Und da geht das dann nur noch hier mit diesem alten System wieder zurück mit dem TAN-Generator. Ne? Den müsst ihr euch dann noch vorher holen bei eurer Bank. Auch noch daran denken. Und zum Schluss natürlich, was für ein Visa müsst ihr jetzt beantragen? Wie gesagt, da gibt es also verschiedene Visa-Arten. Kommt drauf an, wie alt seid ihr, seid ihr jetzt verheiratet, Rentner, Arbeitsgutvisa. Macht euch da schlau drüber. Es gibt so viele verschiedene Varianten darüber. Das wäre nochmal ein extra Video wert, aber das ist wieder verdammt kompliziert. Ne? Also da müsst ihr euch selber darum kümmern, aber ihr habt ja dann noch Zeit, welches Visa für euch passt. Ne? Also, das dann auf jeden Fall geht's dann noch machen. Dann noch, habt ihr schon ein Bankkonto in Thailand? Für diejenigen, die wo dann noch keine Rente haben, die müssen ja dann vorher schon Geld auf dem Konto haben dann hier. Ne? Sprich, du musst ja dann, wenn du jetzt ein Langzeitvisa nimmst, Extension of Stay heißt es, ja, so, Visa gibt es ja nicht in Thailand, so. Dann müsste ja, also ich habe ja 400.000 auf dem Konto zum Hinterlegen und wer dann nicht verheiratet ist, der muss ja 800.000 auf dem Konto haben dann. Ne? 3 Monate ja vorher schon muss das dann ja sein. Also dann am besten schon habt ihr vorher schon das Bankkonto in Thailand, ne? Dass ihr da schon Geld drauf habt dann da. Ne? Wichtig. Job kündigen, ist ja klar. Noch eine fette Abfindung mitnehmen. Auch klar, wenn es möglich ist. Ne? Wohnung kündigen, natürlich auch klar. Wie gesagt, also die ganzen Sachen verkaufen dann.
Was nicht so produktiv ist, wenn man sagt hier, wenn du deine Möbel verkaufen willst, ja, ich will auswandern. Ne? Also das drückt den Preis dann doch, weil man dann ja weiß, okay, der muss jetzt verkaufen. Ne? Also das lieber nicht erwähnen, einfach nur hier verkaufen dann da und so, dann nicht das jetzt erwähnen, da ich will auswandern. Ne? Drückt den Preis. Gut, ich meine, jetzt habt ihr erstmal genug zum Überlegen hier, zum Planen. Und das soll es dann gewesen sein. Viele Grüße, der Uwe aus Thailand. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren und tschüss.